Untersuchungen, Operationen, Therapien. Für die meisten Patienten ist ein Krankenhausaufenthalt eine entbehrungsreiche Zeit. Oft gehen damit Verunsicherungen und Sorgen einher. Wer ins Krankenhaus geht, der verlässt sein gewohntes Umfeld. Vieles verändert sich, manches wird ungewiss. Im Klinikum Ernst von Bergmann begleiten drei Seelsorgerinnen diese Patienten und ihre Angehörigen. Sie sind Gesprächspartner bei Sinn- und Lebensfragen für Menschen, die sich in einer Krise befinden. Wir drei haben hier den Luxus, dass wir diejenigen sind, die Zeit haben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich schon auch mit denen gucke, wie könnte es weitergehen, je nachdem, also es ist individuell sehr verschieden, wo könnte Hilfe herkommen, auch wenn sie aus dem Krankenhaus entlassen werden. Gibt es Familienmitglieder, die kommen? Also ich gucke mir also ein bisschen das Umfeld an und bespreche den nächsten Schritt. Die Seelsorgerinnen des Klinikums sind durch eine besondere Ausbildung und langjährige Erfahrung mit vielen Situationen von Krankheit und Krisen vertraut. Als Gesprächspartner sind sie offen für die Sorgen und Probleme der Patienten, ihrer Angehörigen, aber auch für die Mitarbeiter des Klinikums. Verschwiegenheit spielt dabei eine wichtige Rolle. Wir sind zum Schweigen verpflichtet, das sagen wir auch. Gibt es eine größtmögliche Vertrauensbasis, die wir haben? Die entwickeln wir natürlich auch noch in dem Gespräch, wie wir die Art und Weise, wie wir mit den Menschen reden oder wie wir fragen. Auch Jolanda Schulte-Werning gehört zum Team der Seelsorgerinnen. Meist ist sie auf den Stationen unterwegs und fragt dort, ob es Patienten gibt, die ihre Hilfe benötigen. Oft sind es Menschen, die eine schwerwiegende Diagnose erfahren haben oder schon eine längere Zeit im Klinikum liegen. Ich habe, so wie meine Kolleginnen, auch ein geschultes Ohr und Herz. Das heißt, mein Zuhören ist ein aktives Zuhören. Ich versuche, möglichst aus allem, was der Patient mir verbal, aber auch nonverbal zeigt, zu verstehen, was ihm im Moment wichtig ist. Patienten spüren während eines Krankenhausaufenthalts oft ihre Grenzen. Ihre Gedanken und Gefühle kreisen um neue, sie bewegende Dinge. Hier im Raum der Stille finden sie, genauso wie das Klinikpersonal, eine Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Ja, ich denke, er ist für alle Menschen da, die ein bisschen eine Pause brauchen aus dem Klinikalltag, der hektisch ist und wenig Zeit fürs persönliche Durchatmen lässt. Und wenn man hier mal eine Weile drin ist, dann kann man wirklich gut sich zurückziehen, durchatmen. Ob ihre Gesprächspartner einer bestimmten Religionsgemeinschaft angehören, ist für die Seelsorger nicht ausschlaggebend. Ihnen geht es darum, Sorgen zu verstehen und damit die Menschen in schwierigen Zeiten zu unterstützen. Auf Wunsch stellen sie auch Kontakt zu Anlaufstellen und Ansprechpartnern her, die nach dem Klinikaufenthalt diese Aufgabe übernehmen können. Ja, wir haben inzwischen hier ein ganz gutes Netzwerk. Wir können Verbindungen herstellen zu allen religiösen Bekenntnissen hier in dieser Stadt und auch darüber hinaus. Und ja, wenn zum Beispiel der Patient eine Trauerbegleitung wünscht für sich oder für die Angehörigen, haben wir Kontakte zu möglichen Trauerberatungsstellen oder Trauercafés, die es hier im Landkreis oder in der Stadt gibt. Die Seelsorger des Klinikum Ernst von Bergmann erreichen Sie montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr sowie an den Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 18 Uhr. Außerdem sind Termine nach Vereinbarung auch ganz individuell möglich. Mal ein Buch.